Hallo, lieber Steinbock, und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für den Februar 2024. Schön, dass du hier bist. Ich bin die Lies, leg dir die Karten und gucken wir mal, was sie dir sagen möchten für den neuen Monat für dich im Sternzeichen Steinbock. Was ist hier so los? Februar, da haben wir schon mal deine Hauptbotschaft. Es geht um Vertraue deinem Wissen. Und Wissen können wir hier auf zwei Ebenen verstehen. Das eine ist, du bist schlau genug, du weißt Bescheid, du kannst die Dinge einordnen, du kannst eins und eins zusammenzählen. Und das andere ist aber das innere Wissen, die innere Weisheit, das innere Gefühl, auf dem du auch vertrauen kannst und sagst, okay, es fühlt sich aber nicht richtig an, es sieht richtig aus, aber es fühlt sich komisch an oder andersrum, es sieht komisch aus, es fühlt sich aber trotzdem richtig für mich an. Also vertraue da irgendeiner inneren Überzeugung, die für dich gerade wichtig ist, für dich und deinen Weg. Und lass dir auch von niemandem reinreden, weil du gehst deinen Weg, andere Menschen gehen ihren eigenen Weg. Und vertraue auf dem, was in dir da stattfindet. Ja, so. Kann auch ein Thema sein mit, du bist gut genug für irgendeine Sache. Aber gucken wir mal, was wir hier für dich haben. Was haben wir für unseren lieben Steinbock? Übrigens, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute rausgesucht habe für dich, dann schau gerne mal in die Infobox unter diesem Video. Da habe ich sie immer alle aufgelistet, auch gleich mit Link. Wenn du selber gerne Karten legst und auf der Suche nach schönen Decks bist, dann kannst du da gerne mal reinschauen. Also, was haben wir hier für dich? Wir haben zum einen, da haben wir es nochmal, das Thema, irgendein Neustart steht an, irgendeine Erkenntnis, irgendein, oh mein Gott, ich bin so weit für. Und da solltest du jetzt auch relativ schnell mit aufbrechen, mit dieser Geschichte, mit dem, womit du da liebäugelst, was auch immer da ansteht für dich, vielleicht eine berufliche Veränderung, eine räumliche Veränderung. Vielleicht willst du auch irgendwie deinen Stil ändern, irgendwas um dich herum, ja, geht in einen nächsten größeren Schritt. Also es ist nicht nur eine Veränderung, sagen wir mal, du bist, keine Ahnung, Verkäuferin bei Zara und dann wechselst du jetzt als Verkäuferin zu Mango oder so. So ist es nicht gemeint, sondern es ist schon eine große Veränderung rein in etwas ganz anderes oder in eine Weiterentwicklung. Also vielleicht wirst du Filialleitung, Führungskraft, gehst du in eine Selbstständigkeit, bietest einen Workshop an, was du bildest aus, keine Ahnung. Also irgendwas, wo du dich vielleicht bisher noch nicht so richtig rangetraut hast, weil du dachtest, bin ich dafür gut genug? Bin ich dafür schon weit genug? Ja, bist du. Du bist weit genug, du bist gut genug. Vertrau bitte darauf, dass du jetzt in einer Situation angekommen bist in deinem Leben, wo du das wirklich nutzen kannst, was du in der Vergangenheit gelernt hast, was du dir angeeignet hast, auch gerade an Lebensweisheit, an Lebenserfahrung vor allem, ja. Und dass das gerade goldrichtig ist, um dir damit etwas Fruchtbringendes Neues aufzubauen. Und zwar auf- oder auszubauen. Und zwar jetzt relativ schnell. Und wisse auch, damit bist du jetzt nämlich, warum so schnell, mit der richtigen Sache zur rechten Zeit am rechten Ort. Deswegen brauchst du jetzt so eine Schnelligkeit, weil sich jetzt gerade irgendwie alles so fügt, als wenn alle Portale gerade aufgehen, alle Ampeln auf grün stehen für dich und du das, was du vielleicht schon länger im Kopf hattest, jetzt wirklich umsetzen solltest, weil da jetzt die Chance für dich ist, die langfristig auch dich wirklich in den Erfolg führt. Ja, wir haben hier unseren Ritter der Münzen und unsere Königin der Münzen. Also, wo sich wirklich was Füllemäßiges für dich entwickelt, wo du mit absoluter Leidenschaft und Freude auch dabei bist, aber in so einer Entspanntheit, weil es sich einfach so richtig anfühlt, weil es einfach so richtig für dich ist. Also, was immer das ist, mach das jetzt. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier, wenn wir nochmal speziell, weil das ist jetzt allgemein. Ich deute es zwar in Richtung Beruf, Berufung für dich, ja, aber kann natürlich auch in einem anderen Lebensbereich gemeint sein. Von daher, wir gucken jetzt mal rein, was wir hier noch für dich haben beim Thema Beruf oder auch Finanzen. Beruf oder Finanzen. Also offensichtlich darfst du hier wirklich was Altes loslassen,
auch alte Glaubensmuster loslassen, wo du halt sagst, ne, also jetzt, warum kommt diese Botschaft hier so eindeutig? Weil du es dir vielleicht bisher noch nicht richtig zugetraut hast oder die Ausreden, es nicht zu tun, sehr viel intensiver waren als die Gründe, es zu tun. Und jetzt darfst du dieses Alte wirklich hinter dir lassen und in den absoluten Schöpfermodus, Awakening, Schöpfermodus, umschalten. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du sagst, und jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Jetzt warte ich nicht mehr. So, was haben wir dann noch für unseren Steinbock im Thema Beruf, Berufung, finanziell? Beruf, Berufung, finanzielle Entwicklung. Ja, damals nochmal, die Zeichen verdichten sich, dass es jetzt an der Zeit ist, damit wirklich rauszugehen, was immer dir da vorschwebt, was immer das ist. Teile es gerne mal hier auch mit mir in den Kommentaren, wenn du magst, worum es da bei dir gehen könnte. Und geh damit auch wirklich raus. Ja, also das eine ist, die Zeichen verdichten sich, und das andere ist, du solltest diese Botschaft jetzt auch verkünden. Und ja, also ob es jetzt darum geht, nochmal Bewerbungen zu schreiben, ob es darum geht, dich irgendwo anzumelden, ob es darum geht, irgendwas öffentlich zu machen, auf Social Media zu veröffentlichen, in die Bewerbung damit zu gehen, deinen Podcast zu starten, die erste Folge aufzunehmen und rauszubringen. Also was immer es ist jetzt an der Zeit. Und hier haben wir nochmal die Bestätigung, ein zweites Mal, es ist auch von Erfolg gekrönt mit unserem Sechs der Stäbe. Das ist unsere Erfolgskarte, unsere Triumphkarte. Also das ist jetzt wirklich nochmal die Bestätigung, die richtige Zeit, der richtige Moment für irgendeine großartige Veränderung ist jetzt für dich gekommen. Also wie wunderbar ist das denn bitte? Dann gucken wir auch nochmal rein, was wir für dich im Thema, huch, das machen wir mal nochmal, liebe Partnerschaft haben, liebe Partnerschaft für den Steinbock. Übrigens, Anfang April startet bei mir das nächste Ausbildungsjahr, Seminarjahr ins systemische Aufstellen. Nein, nicht runterfallen. Systemische Aufstellen. Wenn du Lust hast, eine neue Methode kennenzulernen, um die, in die bei dir und deiner Praxis zu implementieren, im Umgang mit deinen Kunden, Beratungen, egal ob du Heilpraktiker, Therapeut, Coach, Mentor, Führungskräfte, Coach oder Führungskraft bist oder Familienberater, was auch immer. Dann melde dich gerne an. Anfang April geht's los. Wenn du sagst, ich will erstmal reinschnuppern, am 18.02. ist der nächste Schnuppertag. Link dazu findest du unten in der Infobox und auch am Ende des Videos. So, was haben wir denn hier als Liebesbotschaft für dich? Liebe Beziehungen, wenn du diese Welt eines Tages verlässt, kannst du nichts mit dir mitnehmen, außer deine Seele und die Erinnerungen, die du mit lieben Menschen gesammelt hast. Also du darfst dich in diesem Monat auch ein bisschen mehr auf Zeit mit lieben Menschen fokussieren. Ob das jetzt ja, dein Partner, deine Partnerin ist oder einfach liebe Menschen generell, Zeit mit Freunden verbringen, der Familie, weil vielleicht auch viel los war in den letzten Wochen und Monaten und das ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also da darfst du auch, sag ich mal, einen guten Ausgleich haben mit Work-Life-Balance, dass du einfach ein paar schöne Erinnerungen sammelst. Vielleicht macht ihr auch einen Ausflug, erlebt irgendwas Schönes. Und hier haben wir es ja eigentlich im Grunde auch nochmal mit unserem König der Münzen, der am Ende des Tages auf seinen Tag zurückschaut, am Ende des Lebens auf sein Leben zurückschaut und sagt, das hat sich alles gelohnt, es war alles toll. Ich sitze einfach in der Fülle meiner Erfahrungen, weil es einfach mega genial schön ist. Die richtigen Menschen können dich natürlich auch gut inspirieren. Auch das kann nochmal was sein, Zeit mit Menschen verbringen, die dich inspirieren, gerade auch hier jetzt, sage ich mal, die richtigen Schritte anzuleiern und zu gehen. Aber auch hier nochmal hoch die Tassen und miteinander eine schöne Zeit genießen, miteinander feiern, schöne Momente kreieren. Wie gesagt, egal, ob du das jetzt partnerschaftlich siehst oder ob du das einfach zwischenmenschlich allgemein siehst mit deinen lieben Freunden, Familie, wie auch immer, dass du eben nicht nur dich selber vergräbst und hier deine Sachen machst, sondern dir auch wirklich Zeit nimmst für deine lieben Menschen und dass ihr auch ein bisschen was Besonderes miteinander macht. Weil Erinnerung schaffen, dazu muss es ja was Besonderes sein, dass man sich
an etwas erinnert. So, abschließende Botschaft für den Steinbock. Was haben wir hier? Wie geil ist das denn mal bitte? Dein Stamm, ja, dein Stamm, dein Tribe kann sich nicht zeigen, wenn du nicht auftauchst. Wie kannst du es schaffen, mehr von deinem wahren Selbst zu zeigen? Und ich glaube, das fasst ja auch noch mal sehr schön zusammen unsere Awakening-Botschaft. Unsere im klassischen Tarot wäre es das Gericht, das jüngste Gericht, die Wiedergeburt. Dieses, guck mal, dass du dich in den Facetten zeigst, wie du wirklich bist und nicht versuchst, dich an dein Umfeld anzupassen, sondern so zu sein, wie du bist, damit das richtige Umfeld zu dir kommen kann, damit eben der Kreis der Menschen, mit denen du Zeit verbringst, auch wirklich stimmig für dich ist und da auch viel Inspiration stattfindet, viel tolle Gespräche, viel Miteinander, man sich selber einfach auch richtig und willkommen fühlt, da wo man ist, weil man weiß, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht verkacken, weil die nehmen mich so, wie ich bin. Warum? Weil es der richtige Stamm für dich ist, die richtigen Menschen. Und guck mal, wo du vielleicht dich aktuell noch ein bisschen verstellst, hier und da, in welchem Kreis du das Gefühl hast, da kann ich wirklich so sein, wie ich bin. Da muss ich aufpassen, weil da ecke ich sonst an. Und lass da einfach nochmal überlegen, wie passt diese Veränderung, die hier für dich ansteht, auch zwischenmenschlich zu dem, was da um dich herum los ist? Oder wo darfst du auch mal schauen, wo bist du wirklich mit offenen Armen willkommen und dass du da mehr Zeit verbringst mit genau diesen Menschen und ihr euch eine schöne, innige, freudvolle Zeit miteinander macht. Das ist deine Botschaft, lieber Steinbock. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Monat. Danke dir fürs Einschalten und freue mich, wenn du im April dabei bist bei der neuen Ausbildungsrunde Systemisches Aufstellen. Wie gesagt, im April geht's los, geht bis Januar. Und wenn du reinschnuppern möchtest, 18.02. hast du wieder die Möglichkeit dazu. Link hier unten oder auch am Ende des Videos. Alles Liebe, hab einen tollen Monat, deine Denise.